engage one way or another. I'm gonna win you. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna see you. I'm gonna meet you one day, maybe next week. I'm gonna meet you. I'm gonna meet you. And I will. Hallo Leute. Ich bin jetzt unglaublich nah an der Kamera. Das liegt daran, weil ich heute ein Tutorial mache. Und zwar hatte ich euch auf Instagram nach ein paar Looks gefragt, beziehungsweise ich hatte ein Bild und da durfte ich abstimmen, welchen Look ich nachschminken soll. Einen von Ariana Grande, Selena Gomez, Vanessa Hudgens und Kylie Jenner waren dabei. Und am meisten hatte dieser Look von Selena Gomez. Ich zeige euch den mal ganz kurz nach. So sieht der aus. Das Bild ist jetzt ein bisschen schwierig für mich dann zu erkennen, aber trotzdem versuche ich so gut wie möglich es nachzuschminken. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt ungeschminkt und versuche das jetzt nachzuschminken. Ich hoffe, ich kriege das hin, aber ich habe so viel Lust auf dieses Video, dass ich selbst beim Aufladen nicht warten konnte. Und wahrscheinlich geht die Kamera jetzt irgendwann aus, aber ich konnte nicht warten, ich wollte unbedingt anfangen. Deswegen rede ich jetzt ein bisschen länger weiter und fange einfach mal an und versuche das nachzumachen. Als erstes packe ich natürlich eine Base auf. Ich versuche euch alle Produkte nochmal in die Infobox zu schreiben. Bevor ich weiterkomme, ihr könnt wieder machen, erstmal diese Eyeshadow Base auch von Essen. Keine Ahnung, wie das alles gerade machen wollte. Jetzt nur im Alltag würde ich jetzt kein Make-up benutzen, aber jetzt benutze ich natürlich ein Make-up, damit ich auch so ein makelloses Finish habe. Sonst würde ich nur so ein Puder verwenden, aber klar. Schon mal die Grundlagen für den Look gemacht. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Augenbrauen, weil die sehr schwer hier zu erkennen sind, deswegen werde ich sie einfach ein bisschen nachziehen. So, ich denke, jetzt mache ich mit den Augen weiter, weil ich Lippen auf jeden Fall als letztes mache, aber ich bin gerade am überlegen, weil ich eigentlich keine Rouge und so benutze, ob man zuerst das Augen-Make-up macht oder zuerst Ton, aber kümmere mich jetzt mal um die Augen, weil ich glaube, dass man das zuerst macht. Nobody sees, nobody knows, we are a secret, can't be exposed, that's how it is, that's how it goes, far from the others, close to each other, in the daylight, in the daylight, when the sun is shining, on the late night, when the moon is blinded, in the plain sight, like stars in hiding.
you and I earn on. Two and two together forever will never change. Two and two together will never change. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. Dadurch, dass ich vorhin die Base aufgetragen habe, sind meine Finger jetzt so rutschig, dass ich mein Eyeliner nicht aufbekomme, deswegen muss ich den anderen nehmen. When the world gives heavy burdens, I can bear a thousand tons. On your shoulder, I can reach an endless sky. Feels like paradise. Put two and two together forever, we'll never change. Two and two together, we'll never change. Nobody sees, nobody knows. A secret can be exposed. That's how it is. That's how it goes. Far from the others, close to each other. That's when we uncover, cover, cover. That's when we uncover, cover, cover. We could build a universe right here. All the world could disappear. Wouldn't notice, wouldn't care. Spannendes Thema. Ich habe mir Wimpern getuscht, natürlich habe ich Leben getuscht, das ist ein Wunder. Unglaublich gehypt ist und ich mochte den auch mal, aber ich finde, der ist einfach mal mega orangestichig geworden bei mir, also keine Ahnung. This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long, I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Oh, up, up, all night long. This is my heartbeat. Keine Ahnung, ob das jetzt besser ist, aber ich kann es nicht ändern, es geht einfach nicht anders. Ja. Und falls ihr euch fragt, wie ich auf Selena Gomez kam, kann ich euch gleich mal erzählen. So, und zwar habe ich, wow, ist das was Puderig. Ich gehe da rein und alles pudert mir runter und jetzt ist es voll bröckelig. Auf jeden Fall habe ich bei, Google einfach mal eingegeben, welchen Star sehe ich nämlich, und da habe ich dann so zwei Tests gemacht und bei beidem kam bei mir Selena Gomez raus. Deswegen, ja, ich jetzt Selena Gomez nachschminke. Obwohl ich sagen muss, ich kenne wirklich ein Mädchen, das wirklich Selena Gomez unglaublich ähnlich sieht. Mit dem war ich in einer Grundschule. Und sie, ich finde immer noch, dass sie unglaublich ähnlich ihr sieht. Anticipating what's to come, like a finger on a loaded gun. Diese L'Oreal Blush ist kostenlos, also ich habe den nicht selber gekauft. Kostet bestimmt mega, mega viel und sind nicht pigmentiert, also ich würde euch den nicht empfehlen. Felt it for a long time. This is-
natürlich darf Highlighter nicht fehlen, weil sie echt krass gehighlightet ist. Ach stimmt, ich habe vergessen, die Nase zu kontrollieren, mache ich gleich noch. Auf jeden Fall ist sie krass gehighlightet und deswegen nehme ich diesen Highlighter, weil ich finde, der sieht dem auf dem Bild relativ ähnlich. Und sie trägt einen ziemlich dunklen Vampire-Lippenstift, würde ich sagen. Deswegen fange ich erstmal mit einem dunkelroten Lipliner an, wo ich wirklich finde, dass dieses Rot mir unglaublich gut steht. Ihr könnt mir eure Meinung sagen. Ich mag den nicht gerne. So, und da ihre Lippenstift um einiges noch dunkler ist, nehme ich mir jetzt noch einen sehr, sehr alten Essenslippenstift, der sehr dunkel ist. Auf jeden Fall am Rande erwähnen darf, der riecht so gut. So, meine Lippen sind mir immer noch zu rot, weswegen ich jetzt ein bisschen schwarzen Lidschatten drauf mache. Aber da muss man echt, echt vorsichtig sein. Weil ich den schon mal geprobt hatte, sage ich mal, und lief es nicht so gut. So, das ist jetzt der fertige Look. Ich versuche jetzt das Bild noch nachzumachen, weil meine Haare nass waren. Ja. So, ich muss sagen, mir gefällt dieser Vampy-Lippenstift-Look. Das hatte ich davon noch nie drauf. Ich finde, mir stehen echt dunkle Lippenstifte. Ihr könnt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob ich den Look wirklich getroffen habe. Der Lidschatten, damit bin ich nicht ganz zufrieden. Meiner ist sehr... Er hat wirklich diesen Schimmer und dieser hat wirklich Glitzer. Ich bin auch um einiges heller, zumindest sieht es so in der Kamera aus. In Real Life bin ich genauso dunkel. Aber sonst gefällt mir dieser Look echt gut. Ich muss sagen, ich würde das sogar jetzt nochmal nachschminken. Besonders, also ich weiß, der Lidschatten ist nicht so, wie er sein sollte. Aber mir gefällt er echt gut. Und nochmal sorry wegen meinen Haaren. Ich dachte mir jetzt so extra, ich wasche mir die Haare für dieses Video, damit sie so schön aussehen. Den Lippenstift habe ich wirklich, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so sieht, aber ich habe den Lippenstift wirklich 1:1 getroffen. Das freut mich sehr. Ich weiß nicht, ob ich das sonst so getroffen habe. Ich hoffe mal schon. Ja, ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu schreiben. Ihr könnt mir schreiben, ob ihr den Look, ob ihr den Look mögt, ob ihr mir der Look steht, ob ich dem Look eigentlich überhaupt ähnlich sehe und ob ich diese gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Achso, vergesst nicht, falls euch irgendwas interessiert hat, in der Infobox nachzugucken. Da findet ihr alles. Und abgesehen von dieser Palette, die kann ich euch auch aber gerne verlinken, müsstet ihr alles in der Drogerie bekommen. Außer den alten Lippenstift. Den gibt es natürlich nicht mehr. Und auch das Produkt, also den Creme-Lidschatten, gibt es leider nicht mehr. Den ich echt gerne mag. Aber sonst müsstet ihr alles in der Drogerie bekommen. Okay, abgesehen noch von diesem Blush. Sonst müsstet ihr alles in der Drogerie bekommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.